Hallo? Ja? Gut, ich glaube, wir starten. Wir haben nämlich überhaupt nicht viel Zeit und wir brauchen eigentlich auch gar nichts Vorgefertigtes aus der Dose. Lothar Bodingbauer ist mein Name. Wir haben uns vielleicht gestern schon gesehen bei den Museumspodcasts. Und heute hätte ich meine zweite Geschichte und die ist aus einem Bedürfnis entstanden. Podcasten vor Publikum, Podcasten mit Publikum und ich habe es einmal gemacht für die Bienengespräche, weil da war ein Vortrag, ein Abend angesetzt, an dem war ich eingeladen, über Bienen zu sprechen und ich wusste, da gibt es ungefähr 20, 30 Leute, die kommen und ich hätte das moderieren sollen. Gleichzeitig musste ich auch die neue Folge der Bienengespräche auf Sendung bringen und ich hatte noch keine und in meinem Kopf habe ich messerscharf kombiniert, ich kombiniere die Geschichte. Ich mache die neue Podcast-Episode anlässlich dieser Diskussionsveranstaltung, die ich moderieren soll und da ist dann immer, und das wusste ich vorher, wichtig für mich gewesen, ich richte mich an die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts und die Leute an diesem Abend dürfen lagerfeuerartig daran teilnehmen. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe auch einen Korrespondenten eingebunden, der in so einer Sendung von mir immer dabei ist. Also immer wechselnde, aber einen habe ich angerufen während dieser Publikumsgeschichte. Und technisch war das an sich kein Problem, eine Stimme aus Kassel mit einzubinden, der über seinen Stadthonig aus Kassel erzählt. In Summe, also ich hatte ein Funkmikrofon vorbereitet für, nein, ich hatte keines vorbereitet, das haben wir gedacht, das muss ich beim nächsten Mal, darf ich nicht vergessen. Das heißt, Publikumszwischenfragen habe ich angefragt, habe den Leuten gesagt, sie können jederzeit mitreden. Das hörte man dann nicht gut, aber ich habe das dann halt wahrscheinlich wiederholt, die Aussage kurz zusammengefasst. Für alle Beteiligten war es schön und es war eine super Kombination. Meine Frage wäre jetzt, habt ihr schon mehr erlebt und war das gut, was ihr dabei erlebt habt? Aber ich beginne vielleicht einmal, wer von euch hat denn schon eine Podcast-Episode mit oder vor Publikum aufgenommen? Okay? Ja? Ja? Fein. Wer von euch möchte denn so etwas tun? Ja? Fein. Genau, na dann sind wir eh da. Also wir haben jetzt einen gemeinsamen Stand. Vielleicht fragen wir einfach die, die es schon getan haben, ab, wie sie das gemacht haben. Und wir haben, glaube ich, wirklich nicht viel Zeit. Das heißt, wenn wir einfach wirklich absammeln und dann können wir weitermachen. Ja, also wir veranstalten ja auch den Podcast-Tag in Kiel im September und da haben wir wir haben halt einen Bereich, wo halt Live-Podcasting generell stattgefunden hat vor Publikum. Also wir haben mehreren Leuten das bereitgestellt. Die Hauptherausforderung, die wir hatten, war einfach die Akustik von den Räumen, das in den Griff zu bekommen. Und das daran arbeiten wir immer noch. Aber ansonsten hatten wir halt ein Pult mit mehreren Mikrofonen, mehreren Kopfhörern, Stativen oder Nicht-Stativen, Sitzgelegenheiten, so wie jemand dort halt podcasten möchte, das haben wir denen halt bereitgestellt. Da kann ich noch anmerken, dass oft die Veranstalter ja schon eine Anlage haben, wo man dann den Ausgang seines Aufnahmegerätes anstecken kann, dass die Leute im Saal was Gutes hören. Ich habe üblicherweise die Headsets mit dabei und das war bei uns kein Thema, weil die Akustik ist mir wurscht. Dafür haben die Veranstalter zu sorgen und die Aufnahme wird eh immer super. Ja, in dem Fall waren halt wir die Veranstalter. Was ich wichtig finde, wir haben nicht nur diesen Podcast-Tag, sondern wir versuchen das Thema Podcast auch so zu Barcamps mitzunehmen, als eine von vielen Sachen. Und da habe ich festgestellt, wenn wir wirklich nur so ein Mikro 1 aufstellen, dann haben wir Probleme damit, dass die Menschen, die wir ja auch gerne mit einbinden wollen in einer Aufnahme, die wir auch dann veröffentlichen wollen, dass wir dann halt Tonprobleme haben. Deswegen gehen wir so den halb spontanen Weg und fragen sowohl in den vorherigen Podcasts schon mal nach, wer hat denn Lust, bei diesem Barcamp XY mitzuquatschen und halt im Vorwege auch bei Twitter und allen Kanälen, die wir so haben. Und wenn wir dann da schon ein paar verhaftet haben, dann können wir mit denen so ein Stündchen vorher schon mal so vorsichtig Mikrofontests und sowas machen, dass wir dann das Setup grob im Kopf haben und auf die, wenn sie dann wollen oder nicht, das können sie dann spontan entscheiden, aber auf die haben wir dann schon mal ein bisschen was eingestellt und die paar, die dann wirklich spontan dazukommen, das kriegt man dann auch noch irgendwie geregelt. Das gehört aber trotzdem zu den Sachen, denke ich, bei denen man wirklich ein bisschen mit drauf achten muss, dass die nicht nur den Sprung überwinden vom Zuschauer zum Teilnehmer, sondern dass das auch noch gut klingt. Wir notieren noch rechtliche Aspekte, dass wir das Publikum informieren, dass wir diese Episode aufzeichnen und das, was sie vielleicht als Zuschauer einwerfen. Ja,
Doch, ich bin zu leise. Ah, okay. Ich habe nicht Mikro erprobt. Wir können das im Prinzip zusammen machen. Wir waren zu Gast bei einer, bei einem Podcast, der live aufgezeichnet wurde vor Publikum. War für uns jetzt aber deshalb unkritisch. Wir mussten nicht selber machen, aber es gab halt gab jemanden, der kannte sich damit aus und hat nebenbei auch den Ton geregelt und sowas und hat eigentlich gut funktioniert, oder? Das war im Setting so ähnlich. Also es war auch so, wir haben eigentlich einen Podcast gemacht und die anderen saßen ringsrum. Und es gab dann hinterher nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen aus dem Publikum, die aber dann natürlich auch wiederholt werden mussten, damit das im Podcast ankam. Wie viele Leute waren da dabei? 20, 30, die ringsrum gesessen haben. Ja, so eine typische Barcamp-Session. Ja. Ich habe schon in sehr unterschiedlichen Kontexten Live-Podcasts aufgenommen. In den meisten Fällen konnte ich von der Infrastruktur des Sendezentrums profitieren. Dann hat man natürlich so das All-Inclusive-Paket, weil da Leute sitzen, die sich mit allem sehr gut auskennen, also auf dem Kongress zum Beispiel. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel in Berlin ein großes Crossover-Event für die Cinematic Smash Brothers gemacht, wo quasi ganz viele verschiedene Filmpodcastende zusammengekommen sind und das ist so eine Game-Show. Das war so das große Finale, da haben wir ein Theater für gemietet, da gab es dann natürlich einen Tontechniker, der aber selber nicht da war auch an dem Tag, aber wir haben festgestellt, dass es trotzdem eine gute Sache ist, wenn man so ein großes Event hat und eine Location, wenn man eine Person dabei hat, die wirklich nur für die Technik zuständig ist, also wir hatten dann den Max Snyder da, der die Technik für uns gemacht hat und der Moderator konnte sich sozusagen nur aufs Moderieren konzentrieren und musste sich nicht auch noch, also wir haben zwar alle die Technik zusammen aufgebaut, aber als alles einmal stand, musste er sich nicht mehr damit auseinandersetzen, kommt jetzt der Ton aus den richtigen Lautsprechern und in die richtigen Aufnahmegeräte und so. Und zum Thema Publikumsbeteiligung, also ich finde, es gibt so zwei Wege zum Aufnehmen von und mit Publikum. Ich finde es schön, wenn man Formate schafft, in denen man das Publikum mit einbinden kann, wenn es schon mal da ist. Ich finde aber, es muss nicht sein. Also ich finde, man kann auch Podcasts auf einer Bühne aufnehmen, ohne so eine zwanghafte Beteiligung des Publikums zu machen. Weil wenn ich jetzt ins Theater gehe als Zuschauerin, bin ich ja auch nicht beteiligt an dem, was auf der Bühne stattfindet, sondern gucke es mir als Zuschauerin, Zuhörerin an. Und keine Ahnung, also ich bin zum Beispiel mit feministischen Themen dann mit meinem Podcast auf der Bühne, da entscheide ich mich manchmal wirklich bewusst dagegen, jetzt Stimmen aus dem Publikum zu hören, weil ich weiß, die würden jetzt die Diskussion in eine Richtung schieben, die ich nicht vorhabe, der ich nicht vorhabe, eine Bühne zu geben mit meinem Podcast. Und dann entscheide ich mich vielleicht auch bewusst dagegen. Aber ich finde, da sollte man sich einfach vorher, bevor man sich auf die Bühne setzt, mal Gedanken zu gemacht haben, will ich das oder will ich das nicht, sodass man nicht irgendwann da sitzt und weiß, oh, ich habe jetzt noch Zeit, mache ich jetzt eigentlich noch Fragen, sondern das sollte man sich einfach vorher überlegt haben. Einen haben wir noch, gell, mit Publikum. Ja, bei mir eher ein bisschen lustige Themen. Ich habe auf zwei Konferenzen schon aufgenommen. Da war ein bisschen, ja, auch hier wieder die Akustik nicht so optimal. Man hat viel Hintergrundgeräusche. Was sich aber recht gut runterdrücken ließ, es war sehr gut hörbar. Unsere Hauptaufnahme allerdings haben wir kurzfristig zugestimmt, in einem Garten vor Publikum aufzunehmen. Das Problem war, es war mega windig an dem Tag. Mhm. Der Schnitt war die Hölle. Das ging aber noch irgendwie. Was ich nur bis heute, mein Trauma weg habe, ist dieses kleine, ferngesteuerte Elektroauto von einem Kind. Das ist im Hintergrund immer Ring, 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 Ring. Macht dir den kompletten Podcast durch. Das kriegst du nicht weg. Ich nehme nächsten Monat wieder vor Leuten auf. In dem Fall allerdings von der Schulklasse, geregelter Raum. Da fahren dann hoffentlich nicht so viele Autos rum. Ja. Also ich habe noch nichts aufgenommen. Also ich habe so einen Workshop aufgenommen. Das war eher so ein Video als ein Audio-Podcast. Aber was ich des Öfteren schon gesehen habe, was ich cool finde, ist diese Catchboxen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Foam-Würfel-Mikrofone, so Wireless-Mikros, die man so hin und her schmeißen kann. Ah, gut. Die kosten irgendwie 500 Euro, glaube ich. Aber du kannst ja gut löten, habe ich gehört. Ich denke mal, sowas kann man ja theoretisch auch irgendwie so DIY-mäßig machen. Einmal so eine Foam-Box mit Mikro drin, was man so hin und her schmeißen kann. Schön. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Ja, super. Ja, das heißt Catchbox. Wenn man das googeln, kostet 500 Euro. Ja. Aber also sozusagen ein Funkmikro mit Batterie in was Wohlfeste drin. Das war genau, also was von der Volleyballgröße oder genau. Sowas hat. Also die Aufnahme funktioniert am Ende nicht bei dem Funkmikro. Ja. Ich. Aufnahme mit Funkmikro.
Ich habe ja so eine Podiumsdiskussionsallergie. Ich mag eigentlich nicht zuschauen, wie gescheite Leute auf der Bühne miteinander reden. Und da höre ich mir lieber einen Podcast an und bin sehr viel mehr mit dabei. Das heißt, wenn ich vor Publikum eine Episode aufnehme, möchte ich eigentlich keine so eine Situation herstellen, wo die gescheiten Menschen vorne miteinander reden. Das heißt, für mich persönlich ist eine Einbindung schon wesentlich. Aber das ist meine persönliche Annäherung. Ich meine, es gibt die ganz großen Heuler, methodisch inkorrekt und Lage einer Nation, die das auch wirklich als große Zugänglichkeit aufgebaut haben. Und die Karten kosten 20 Euro aufwärts und solche Dinge. Also das ist jetzt ein eigenständiges, eine eigenständige Ausformung, das dann als große Geschichte zu machen. Da sind wir alle nicht, auch in diesem Workshop. Wo ja? methodisch inkorrekt ja nicht aufnimmt, oder? Der Podcast methodisch inkorrekt, also die Shows, die Sie machen, sind ja nicht verpodcastet, oder? Ah, okay, dann haben Sie das offenbar getrennt, ist für mich von außen jetzt nicht wahrnehmbar, ja. Was ich jetzt plane, ich mache einen Podcast über neue Musik, der üblicherweise über Studio Link stattfindet mit einer Flötenspielerin in Ulm, also Ulm-Wien. Und wir gehen jetzt aufs Land hinaus, in ein Landgasthaus, wo normalerweise nicht viel ist, aber lokal ein Kulturlandgasthaus, und wir werden einen Frühschoppen machen mit neuer Musik. Und das ist für mich so wenig planbar, dass ich mir denke, einfach, wir nehmen einfach die nächste Episode auf und machen sie zugänglich in diesem Landgasthaus. Es wird sich was entwickeln, und ich konnte keine dieser Fragen beantworten. Möchtet ihr Geld dafür haben? Oder wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Gibt es irgendwelche Pläne von euch, die ihr umsetzen möchtet und Kraft dieser Menge noch mit Feedback versehen möchtet? Wer hat erst bald was vor? Bitte. Also ich plane einen Podcast. Ich erkläre es mal kurz. Mit Menschen, mit Publikum? Ja. Mit Publikum, im Publikum. Und zwar soll es dabei darum gehen, dass ich einen Multikulti-Podcast plane im türkischen Café oder wie auch immer, wo halt Leute sind. Und wer was zu sagen hat, kommt vors Mikro. Ich habe eben ein Audio-Interface mit Mixer, Tascam Creator, zwei Mikros. Eins davon habe ich dann und das andere ist fürs Publikum da. Wir sitzen um einen Tisch und jeder, der halt was zu sagen hat, kommt vors Mikro. Also für mich ist die Frage natürlich von der seelischen, von der Aufnahmementalität oder Qualität, ich würde die Leute dazu bringen können, aber die andere Frage ist natürlich, funktioniert das mit so einem kleinen Setting eben, ne? Also mit einfach zwei Mikros und gibt es da Erfahrungen und weil es ja auch jetzt keine Lautsprecher gibt, wo die Leute alle zuhören, sondern die Leute, die um den Tisch herum sitzen, hören zu und die können dann reagieren. Oder jemand, der halt was gerade hört von hinten und sagt, ah nee, da bin ich anderer Meinung, kommt dann halt vors Mikro. Irgendwie. Ich habe für so kleine Geschichten, die so unvorhersehbar sind, immer einen kleinen Bose-Lautsprecher, einen schweren mit, der notfalls das, was am Gerät stattfindet, auch an Menschen ein bisschen aussenden kann, die in der Nähe sind. Ich habe ganz vergessen, wir haben tatsächlich auch schon mit Publikum einen Podcast gemacht. Gell, man muss oft kramen, ja, da war doch schon was. Weil es war nicht die Situation, dass wir auf dem Podium sitzen und gescheit daherreden, was in unserem Fall, glaube ich, auch niemanden so jetzt interessiert. Aber wir haben, das war im Zuge auch in Kombination mit Museum, haben wir zu einem bestimmten Anlass eine Führung im Museum, so als Event, insgesamt verpodcastet und das einfach mal probiert mit einem Livestream und Aufnahme und sind da auch so ein bisschen technisch an die Grenzen gestoßen, weil die sind natürlich durch die Ausstellung gegangen und irgendwann war die Funkstrecke dann ein bisschen mager geworden und der Klang nicht mehr so gut. Aber es war insgesamt eben eine schöne
eine schöne Erfahrung, das zu machen. Und wir haben es sogar zweimal gemacht in unterschiedlichen Situationen. Und bei dem einen Mal sind wir eben auch mitgegangen. Und da hat dann derjenige, der gesprochen hat, immer das Mikro vor die Nase gehalten bekommen. Das war vom Klang dann wesentlich besser. Und es war für denjenigen, der die Führung gemacht hat, natürlich auch eine interessante Situation, gerade wenn das auch live ist. Wir hatten jetzt natürlich nicht 10.000 Zuhörer da live, sondern nur eine Handvoll. Aber als Experiment war es natürlich unheimlich spannend, weil es eine ganz andere Publikumssituation ist. Und da dann auch so eine Diskussion aufkam und man dann mit dem Mikrofon immer rumlaufen muss. Also das war schon spannend. Das ist, glaube ich, wirklich diese Chance, diese Vermischbarkeit von innen und außen. Ja, bitte. Ja, ich wollte auch nur kurz als Erfahrungsbericht das anbieten. Wir haben das im letzten November gemacht. Wir haben so ein Talkformat, Laber-Podcast, wie auch immer man das nennen will, und hatten einfach Lust, mal so ein Live-Event zu machen und haben das dann... Ad-Hoc-Format, muss man merken. Das ist, klingt fast besser wie Laber-Podcast. Wie auch immer. Laber-Podcast ist ja, glaube ich, auch schon vergeben und geschützt. Wie auch immer. Und wir haben das... Ad-Hoc-Format. Was machst du, ein Ad-Hoc-Format? Ja? Ad-Hoc-Format, genau. Gut. Und wir haben das, ich fand das auch total spannend. Also wir hatten einfach Lust, das zu machen. Finanziert haben wir das über so ein Crowdfunding, weil wir schon eine ganz gute Community haben. Und es war echt spannend, das dann auch so zu sehen, wie anders sich das anfühlt. Wir haben im Prinzip dann schon versucht, auch das Publikum stärker mit einzubinden, aber haben festgestellt, es ist echt gar nicht so einfach, weil die Leute natürlich gewohnt sind, das einfach zu konsumieren, zu hören und so. Und die fanden das auch nett, uns mal dabei zuzuschauen. Aber es war gar nicht so einfach, da die Leute mit einzubinden. Und wir hatten da noch einen Comedian so als extra Programmpunkt noch mit dabei, damit wir zwischendurch mal Pause machen und so weiter. Aber was ich damit sagen will, ist, ich finde es total spannend. Ich finde, wenn der Podcast das hergibt und die Co-Hosts und so das mitmachen, sollte man das echt mal machen. Das macht total viel Spaß und ist auch technisch eine ganz nette Herausforderung, das dann so ein bisschen zu organisieren und aufzunehmen und so weiter. Daniele. Ha, was? Ja, absolut. Danke. Du hattest jetzt gerade noch mal gesagt, ich weiß den Satz nicht mehr ganz genau, aber es ging noch mal um so diese Publikumseinbindung. Und ich finde das ein bisschen schwierig manchmal. Also diesen Zwang zu sagen, ich muss jetzt ein Format haben, was unbedingt mit dem Publikum funktioniert. Ich war jetzt ein paar Mal, ja, das fiel jetzt schon ein paar Mal. Und ich weiß, dass es auch immer wieder Gespräch ist beim Sendezentrum zum Kongress, dass man sagt, man muss sein Format irgendwie so verbiegen, dass es plötzlich eine Bühnenshow wird oder dass das Publikum mit eingebunden ist. Und ich war jetzt ein paar Mal bei der Lage der Nation auch. Und ich brauche das gar nicht. Also die sitzen dann auch nur zu zweit da und haben ihren Laptop und machen ihren Podcast und alle gehen wieder. Und für mich ist dann immer so der Hauptgrund eher, die Leute auch zu treffen. Also die eben auch diesen Podcast hören oder auch die beiden Podcaster oder die Podcasterin. Ich brauche das gar nicht immer. Also ich merke, dass mich das manchmal ein bisschen stört, dass so diese Erwartungshaltung ist, das Publikum muss mit eingebunden werden. Also das setzt ja auch die Leute, die den Podcast machen, unter Stress. Das ist aus Hörerinnensicht wieder sehr interessant, eben zu hören als Podcaster. Ja. Eine Frage noch, ist es für dich, wenn du Lage Nation zuhörst, egal, ob du ihnen auf der Bühne zusiehst und zuhörst oder als Podcast hörst? Ja, es ist für mich kein Unterschied. Aber die Interaktion eben mit den Leuten, die du triffst, ist für dich genau, da das Zusatzplus? Genau, das ist für mich dann das Zusatzplus. Ja, genau, kurze Wege und die Sandra hat, Entschuldigung, es kommt gleich jetzt wieder. Jetzt war der Weg trotzdem lang rundherum. Ich höre mit großer Spannung zu, ich bin ja Radiomacherin, keine Podcasterin, ich höre wahnsinnig viele Podcasts. Ich bin im Radio eine Predigerin für mehr Sendungen vor Publikum, das hat man über die Jahre zurückgefahren, natürlich oft aus Geldersparnisgründen. Ich wollte nur sagen, dass ich tatsächlich auch finde, dass Sendungen sich verändern, selbst wenn das Publikum nicht beteiligt ist, allein durch seine Anwesenheit. Das macht einen riesen Unterschied. Ich finde, und das merke ich auch als Hörerin, egal ob ich vor Ort bin oder den Podcast dann später höre. Und insofern ist ja die Interaktion mit dem Publikum nicht zwingend, denen das Mikrofon unter die Nase zu halten, sondern einfach, dass im Setting, dass quasi bevor die Aufnahme losgeht, man halt wie ein klassisches Warm-up hat und so. Und das allein, finde ich, ist so eine starke Bindung. Das macht die Community stärker, das macht die Sendung besser, das macht sie präsenter, das macht das Reden anders. Also und deswegen würde ich immer dafür plädieren, selbst wenn man sich scheut, aus guten Gründen das Publikum direkt so sprechend mit einzubinden, aber das so dabei zu sein. Und ich finde es total geil, dass die Podcaster-Szene da wieder drauf aufspringt und hoffentlich den Radiomachern das wieder beibringt, wie cool das ist. Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich komme genau aus der anderen Richtung, habe bis dato noch nicht gepodcastet, aber Live-Events gemacht und das habe jetzt ein ja auch feministisches Live-Event, was eben ein Publikum, also auf jeden Fall Publikumsdialog von Anfang an mit eingesehen hat, weil es um ein Dialogformat geht. Und da haben wir halt eben bei der zweiten Sendung jetzt halt einfach im Grunde gesagt, okay, das wäre doch total cool, wenn wir das irgendwie, also alles, was da passiert, auch irgendwie nach außen bringen können, dass noch mehr Leute daran teilhaben können und haben das dann halt mitgezeichnet. Jetzt war da das Problem aber eben, also ich hatte das Glück, einen WDR-Tontechniker dabei zu haben, der ein bisschen unterstützt hat. Also wir haben ein Mikro im Publikum rumgegeben, aber es wurde zwischendurch halt auch mal etwas hitzig, was ich okay finde. Aber dann kommen eben diese Zwischenrufe und das ist natürlich jetzt im Nachhinein blöd. Also da beziehungsweise weiß ich im Moment noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Genau. Da wäre auch dann die Frage. Ja, das ist dann die Erfahrung wahrscheinlich, die man dann kriegt. Ich, da haben wir noch, ich habe noch die Möglichkeit, eben sehe ich gerade, und das war auch so, man hat mit Publikum natürlich schon dann die Möglichkeit, dass die den Podcast dann weiterhören, weil die das Thema interessant finden oder die Art, miteinander zu reden und bisher keinen Kontakt hatten zum Podcast-Format, die werden das dann einfach leichter zugänglich haben. Ja. Ich möchte mich da unbedingt meinen Vorrednerinnen anschließen. Für mich kam das Podcasten erst, nachdem ich seit, wie viel waren es, 12 Jahren im Kleinkunstbereich immer wieder auf der Bühne stand. Und für mich war dagegen das Podcast total trocken, weil die einzigen Leute, mit denen ich mich reflektiere, sind die Personen, mit denen ich in dem Moment podcaste, die mir vor mir sitzen. Wenn es ein Podcast allein ist, sitze ich in so einem trockenen Raum. Und bis heute fehlt mir das Publikum da. Und tatsächlich, eine Publikumsinteraktion, ich glaube, wir müssen da drauf gucken. Wir müssen nicht in ein Mikro rumgeben, wir müssen nicht eine Diskussion starten. Aber allein zu merken, wenn ich zu einem Publikum spreche, habe ich jetzt genug Pausen gemacht, kommen die gerade mit, soll ich nochmal neu ansetzen, wie ist mein Timing und Ähnliches, das merkt man sehr, sehr stark an der Reaktion von dem Publikum. Und es ist auch etwas, was ich unheimlich schätze, dass man eine ganz starke Feedback-Loop an der Stelle hat, die auch ein Stück weit selbst erhalten, die Qualität von einem Gespräch oder auch einem unterhaltenden Format nach oben treibt, meiner Meinung nach. Also unbedingt mal ausprobieren. Und wenn ihr da sagt, ihr habt da sehr viel Respekt vor Einbezug von Publikum oder überhaupt was vor Leuten zu machen, vielleicht mal auf Leute mit Kleinkunsterfahrung in eurer Region, gibt es hier überall zugehen, weil da gibt es super viele Leute, die auch gerne mal anmoderieren und Ähnliches. Schöner Hinweis, danke. Eine Stimme haben wir noch, ja? Ja, ich würde mich da auch anschließen, also als Atmo für die Hörenden, glaube ich, ist es ganz cool, wenn man halt Gelächter im Hintergrund hat oder irgendwie mal so ein Buh oder so ein Oh oder so. Und was du gesagt hast, dass das halt auch für die Sprecher, also für die Podcaster selber dann halt ein Feedback ist, was gerade gesagt wird. Und noch dazu, ich glaube, das sind auch, die Kollegin ist gerade raus, aber sie hatte gesagt, dass sie das nicht gerne macht, weil sie dann halt das Thema so ein bisschen aus der Hand gibt. Ich denke, das kommt halt darauf an, ob es ein Ad-Hoc-Format ist, was halt davon lebt, dass es so ein bisschen Impro-Theater ist. Wenn man dann halt irgendwie eine coole Sache irgendwie reingeschmissen bekommt vom Publikum, dann lebt das ja auch davon, dass man halt so das Publikum einbindet. Oder wenn man es halt sehr, sehr eingrenzen will, dann macht man das vielleicht nicht. Aber dann hat man immer noch diesen Atmo-Effekt, glaube ich. Aber ich meine, ich bin ein schüchterner Mensch. Für mich ist es anstrengend, vor Publikum das zu machen. Muss ich schon auch sagen. Also du musst schon so ein bisschen Rampensau sein dann, oder? Ja, keine Ahnung, wie das definiert ist, Rampensau. Also, aber ich glaube, ich bin es nicht, von meinem Selbstverständnis her. An dieser Stelle, ich glaube, wir müssen die Schleife jetzt zumachen dann. Weil wir haben nur bis 11, stimmt das, ja? Da sehe ich noch eine Andockstelle zum Deutschlandfunk. Ich hätte so gerne jetzt den Andreas Stopp dabei gehabt, der für den Deutschlandfunk in einer halben Stunde den Sonntagsspaziergang moderiert. 1,5 Stunden Reise, Sendung. Und er macht ganz viel vor Publikum bei Touristikmessen oder er fährt irgendwo raus, wo Publikum vorhanden ist und er moderiert die Sendung. Und er moderiert auch die Beiträge an, macht viele Live-Gespräche vor Publikum. Und ich habe ihn kennengelernt in Wien bei so einer Live-Sendung aus dem Riesenrad, die wir dann auch teilweise eben gemeinsam gemacht haben und auch vorher ein bisschen geplant haben, wie kann man die Fiakerfahrt durch die Prater Hauptallee einbinden. Also das sind Profis jetzt in der Publikumsarbeit. Und es gibt so tiefe, wenig Verbindungen
also so wenig Verbindungen oft zwischen Radio und Podcast, aber das ist eine ganz nahe Geschichte. Da könnte man überspringen von dem einen Zug auf den anderen Zug, finde ich. Und das finde ich besonders schön. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt Stimmen, Facetten eingefangen. Ich werde mir das in Ruhe nochmal durchhören und aufzeichnen. Und ich bin mir sicher, dass vieles dabei ist, was dann unser Produkt, nämlich Podcast, schöner macht und besser macht. Und das Wort Exzellenz gefällt mir schon sehr gut. Das wäre schon anzustreben. Dankeschön. Danke für eure Teilnahme.